Jeder definiert ja gutes Essen für sich, ne? Also ich kann erstmal nur sagen, was für mich gutes Essen ist. Das fängt natürlich erstmal mit dem Grundprodukt an. Das ist für mich von größter Bedeutung. Das heißt, was wähle ich aus, ne? Wo beziehe ich mein Fleisch, wo hole ich mein Gemüse, wo beziehe ich meinen Fisch oder mein Obst? Das ist für mich erstmal, ja, dann die fundierte Zubereitung, die ist für mich wichtig, also auch für meine Küche. Ja, das gepaart mit modernen Sachen, aber trotzdem die ursprünglichen Grundzubereitungen, ja, also und sich dann wirklich auch Wert darauf gelegt wird, okay, vitaminschonend, ja, überhaupt, da gibt es heute verschiedene moderne Techniken, die wir natürlich auch anwenden. Ja, bis letztendlich dann nachher auf dem Teller die Speise so angerichtet wird, wie wir uns das vorstellen. Und dann in der geselligen Runde, das ist für mich ausschlaggebend für ein gutes Essen. Ja. Frage. Also mein persönliches Ziel ist ja, oder wäre ja, also irgendwann, wenn ich mal nicht mehr als Küchenchef arbeite, würde ich mich freuen, wenn wir das Essverhalten in Deutschland so gesteuert hätten, also wir Köche. Denn wir steuern das Essverhalten in dem, was wir anbieten. Das haben sie schon mal richtig erkannt. Wenn es dann so wäre, dass wir irgendwann mal in ein paar Jahren keine Gurken und Tomaten mehr im Winter auf dem Buffet haben müssten. Das geht noch nicht. Das geht auch hier in unserem Hotel nicht. Wir reduzieren immer mehr. Wir fermentieren und konservieren immer mehr Obst und Gemüse zu den Haupterntezeiten. Aber das geht nur über die Gäste, über das Essverhalten der Gäste und was wir Köche uns einfallen lassen. Wenn ich natürlich hier zum Dinnerbuffet nur noch zwei Salate im Winter hinstelle, also einmal einen Rotkrautsalat und einmal einen Weißkrautsalat und vielleicht noch einen Karottensalat, dann werde ich damit keinen Erfolg haben. Also wenn man, Geflügel ist ein bisschen schwierig. Halb's wahnsinnig viel Vorschriften in Deutschland und echt schwierig und der Geflügelverbrauch ist enorm hoch. Wenn man so ein Glück hat wie wir, einen eigenen Bauernhof hat, dann kann man das gut abdecken. Wir haben ja eigene Hühner und Enten, Gänse und Perlhühner und so. Das funktioniert schon. Vielseitig kann man schon extrem sein. Man muss eben nur als Koch sich was einfallen lassen. Oder für unser Haus, für meine Küche erstmal nicht wichtig, ob da ein Bio-Siegel drauf ist oder ob da drauf steht aus kontrollierten ökologischen Anbau, ist für mich nicht wichtig. Für uns ist eigentlich wichtig, dass wir die Partner kennen, dass ich dorthin fahren kann, mir das angucken kann. Ich dann weiß, dass die 10 Erdbeersorten, die Rixmanns Kürbishof dort anbaut bei sich, dass die nicht besprüht werden und dass die eben total ökologisch aufwachsen. Und so ist es auch mit den Tieren und so ist es auch mit Gemüse. Ja, und so können wir eben bestimmen, was für uns hochwertige Lebensmittel sind. Ja. Kreation, ja, also wenn ich dran denke, wie wir letztens haben wir auch Blumenkohl, da haben wir aus dem Blumenkohlstrunk haben wir ein Püree gemacht, dann gedämpfte Blumenkohlröschen und noch eine Blumenkohlsuppe und dann als Dreierkombination und gebratenen Blumenkohl. Und die waren total happy, die Gäste. Ne? War alles eigentlich aus eben Blumenkohl. Ne? Die grünen Blätter haben unsere Enten gekriegt.